Ja, moin, moin. Der große Rote hier. Willkommen zurück zu meinem 20-Züge-Guide. Wir gucken uns heute den letzten Ork an, den guten Azak, der Vernichter. Ist leider meiner Meinung nach der langweiligste Ork. Sein ganzes Kommandanten-Feature. Wir sehen es hier schon. Zauberantlitz des Sehenschnitter, Zauberseelenraub. Und bisschen Führerschaft, Charakter, Aura und Auragröße. Es ist alles sehr, sehr langweilig. Er war mal tatsächlich relativ interessant in Teil 1, da er als einziger Ork Zugriff auf die Magie des Todes hatte. Nachdem aber die Trollhexen ins Spiel gekommen sind, hat sich das Ganze so ein bisschen verändert, weil jetzt jeder Ork quasi drauf zugreifen kann. Hier, die Riesenfloßtrollhexen, die haben halt Todesmagie und jetzt ist quasi so sein einziges, sagen wir mal, was ihn besonders gemacht hat, da er halt einen Ork-Kommandant war, der nicht nur kleiner und großer Bohr benutzen konnte, sondern auch die Todesmagie. Ja. Fraktionseffekte, diplomatische Beziehung mit Vampirfürst und Arkan dem Schwarzen. Arkan der Schwarze, das wird nie relevant werden. Vampirfürsten, ja, das kann relevant werden, aber mal gucken. Der Wort eine Chance, Lindwürmer zu enthalten, das ist ganz cool. Lindwürmer ist eigentlich eine schöne Einheit. Ja, ist auch das, was ihr dahinter im Hintergrund seht, das ist so ein Lindwurm. Es ist so ein kleinerer Drache, aber so für eine War-Einheit ist ja echt gar nicht so schlecht. Ein bisschen mehr Forschungsrate, 20% und Einkommen durch Ausrauben von Siedlungen, 25%. Das heißt, ihr könnt ein bisschen mehr Geld mit ihm machen. Ja. Aber nichtsdestotrotz ist das eher so ein. Aber es ist ja, ist halt der langweiligste der Ork, also. Ich persönlich bin so jemand. Warte mal, ich muss noch einmal gucken, ob ich den doofen Gefechtsrealismus drin habe. So. Ich muss sagen, wenn ich die Wahl habe, Ork zu spielen, spiele ich nie den. Aber der. Sagen wir mal, der Komplimität so, ne? Um alles ordentlich unter ein Dach und Fach zu kriegen, machen wir den jetzt auch noch. Aber ihr werdet sehr, sehr schnell merken, er überschneidet sich, was seine Feinde betrifft, sehr stark mit Skarsnik. Unsere erste Aufgabe wird sein, natürlich unsere Provinz zu sichern und dann Ungrim rauszuschmeißen. Und dann müssen wir halt gucken, wie sich die Karte um uns herum entwickelt. Weil wir mehrere Möglichkeiten haben, zu expandieren. Wir haben die Möglichkeit, runter nach Kislev reinzugehen, uns mit dem Imperium anzulegen. Wir können runter in die Drüche gehen, um uns mit dem Baum anzulegen. Wir haben die Möglichkeit, wenn Skarsnik verkackt, über Skarsnik oder selbst wenn Skarsnik nicht verkackt, ne, den gleichen Weg wie Skarsnik zu gehen. Das heißt, Skarsnik angreifen, durch die Ork-Konföderation erobern, dann runtergehen, den Zwerg rausschmeißen. Thorgrim ist eine Möglichkeit. Wir können sagen, wir gehen auch runter zu Astragoth. Ja, da ist ja diese Vampirfürstenfraktion, wie hieß sie nochmal, die Schwestern der Lahmherrschaft oder so, die dort direkt unter uns sitzen. Und darüber können wir quasi direkt in Astragoths Kerngebiet stoßen. Also, ihr habt hier sehr viele Möglichkeiten. Wir werden mal gucken, wie sich das Ganze entwickelt, wenn wir Ungrim rausgeschmissen haben. Das heißt, der erste Plan auf der Tagesordnung ist, wir schmeißen erstmal die Urgar raus, die sich hier eingenistet haben. Die guten Felsschädel. Joa, was haben wir für einen bekommen? Start noch mit lustigerweise Schamanen, mit dem Pilzsüchtigen. Ja, nee. Goblins werden wir gar nicht rekrutieren. So überhaupt nicht. Wir sind wieder ein Spieler, der sehr viel Orks nimmt. Wir werden, auch wenn es hier noch nicht so angezeigt ist, was wir haben wollen, wir werden. Warte, wo zeige ich es euch hier oben? Wir werden auf jeden Fall Moshas spielen. Ihr seht es ja schon. Raserei für Infanterie und Kavallerie der Orks und Moshas. Wir werden keine Wild-Orks spielen. Hier sind auch keine Dings dabei. Na, komm schon, sind keine Schwarz-Orks drauf. Ja, ich meine, muss man mal Timer hier anschmeißen. So, sind auch keine Schwarz-Orks drauf. Das heißt, wir werden sehr, sehr viel auf Moshas setzen.
Oh, dann haben wir ja noch erschütternde Befehle, ne? Wieder Nahkampfabwehr, Geschwindigkeit, grundlegende Schussschaden für Infanterie in Cover der Orks und Moschas. Ihr seht schon, es geht halt sehr, sehr hart in die Richtung Moschas. Hier gibt es noch Heldenkapazität, Schamane. Attribut Vorhutaufstellung für Cover der Orks und Moschas. Weniger Verschleißchance, um Tunnelnetzwerk abzufangen. Macht selber enorm ein bisschen stärker. Und wir kriegen hier einen gebundenen Zauber Seelenwind. Einmal und wir kriegen die passive Fähigkeit Regeneration und ein bisschen mehr Energiereserve. Ja, nochmal ein bisschen mehr Führerschaft. Das ist sein Lindwurm, auf dem er später sitzt. Und das war es auch eigentlich schon. Ne? Er hat einen Magiebaum. Das Problem ist, er kann auf diesen Todesmagiebaum erst zugreifen, wenn wir eine Aufgabenschlacht gemacht haben. Und zwar den um die Zauberkrone. Das heißt, wir gucken mal, dass wir das in dem Zug hinkriegen, dass ihr zumindest die Schlacht schon mal seht, wie die aussieht. Sonst habe ich ja eher nicht Aufgabenschlachten gemacht, aber die ist halt wichtig. Vorher können wir hier nicht reinskillen. Ne? Ihr seht es halt, erfordert Gegenstand die Zauberkrone, dann kommen wir hier rein. Sonst, ja, aber wie gesagt. Das ist auch absolut nicht mehr wichtig. Ihr könnt euch einfach eine Trollhexe rein rekrutieren und dann hat sich die ganze Chose. Das heißt, wir werden im Early Game sehr viel auf diese Moschas gehen. Na, Ork Moschas, das wird unser Way to Go sein. Wir haben ja auch zauberhafte Waffen, was uns nochmal Energie nach Laderat und Rüstungszustand Waffenschaden gibt. Das ist ganz okay. Ihr merkt schon, das ist so ein Magier-Kommandant. Das heißt, er will sehr viel mit Magie machen. Das Problem ist, die Orks haben nicht so Zugriff auf so eine Vernichtermagie, wie zum Beispiel Feuer, Metall, Schatten. Ne? Solche Magielehren, die wirklich ganz Kämpfe allein entscheiden können. Wir haben halt nur Zugriff auf Kleiner Vor, Großer Vor und halt die Todesmagie. Ja, ich meine, der rüstungszustehende Waffenschaden ist ganz nett. Den nimmt man mit, 6 Punkte. Das ist eine schöne Sache. Den werden wir auch im Early Game durchskillen. Aber. Jetzt machen wir erstmal so die erste Schlacht gegen ein paar Oger. Wenn ihr gegen Oger kämpft, gibt es einen kleinen Tipp. Oger sind sehr schlecht da drin, Einheiten mit Masse zu besiegen. Das heißt, die Stärke der Oger liegt da drin, wenn sie anchargen. Ne, also dieser erste Uncharge tut weh. Wenn es danach schafft, sie zu binden, sodass sie nicht wieder rausrennen können, wieder reinrennen können. Ne, dieses klassische Kavallerie-Gameplay kann man mit den Ogre-Bullen tatsächlich sehr gut spielen. Fallen die wie die Fliegen. Ja, die sind übel squishy, das heißt, wenn ihr es schafft, sie zu binden, braucht ihr, keine Ahnung, 20, 30 Sekunden, dann seht ihr schon, wie die HP droppen, die Models fallen. Ihr müsst es bei den Ogern immer schaffen, die Infanterie, also die Ogre-Bullen, das ist das Gefährliche, alles andere könnt ihr ignorieren. Die Gnoblast, ja. Sagen wir mal nichts zu. Schnell sind denn die 95. Okay, ich bin langsamer. Aber ich habe eh einen Katapult. Das heißt, da wir einen Katapult haben. Nehmen wir mal. So. Jetzt hier vorne hinstellen. Das heißt, das, was ihr braucht, ist irgendwas, was den Bullensturm abfängt. Da benutzt ihr einfach eure Ork-Boys für. Dann geht er mit den Ork-Moschers rein und macht ihn halt kaputt. Das ist eine sehr, sehr valide Strategie. So. Ich mach die jetzt hier vorne hin. Genau, wie wir schon gesehen haben, wir buffen sehr, sehr viel Führerschaft. Ne? Das heißt, solange die Einheiten in diesem blauen Kreis sind, gibt es ordentlich Führerschaftsbuff durch den Kommandanten. Ihr habt auch gesehen schon, wir haben mal kurz drüber gehabt, Azaks Vor, der kann Entsetzen und Angst verursachen. Das heißt, wenn ihr den Vor von Azak zieht, wollt ihr so viel wie möglich im Nahkampf sein. Ne? Das wollt ihr bei Vors zwar generell immer sein, aber hier müsst ihr besonders drauf achten, damit ihr diesen Angsteffekt und Entsetzeffekt schön flächenmäßig über die Armee applyen könnt, dass es vielleicht schafft, sogar die Armee die Flucht zu schlagen. Ja, hier ist sonst. Boah, das Wichtige sind hier die voll daneben geschubbelt. Na, wir müssen ein bisschen aufpassen wegen den Spinnen. Wir können erst mit den Spinnen agieren, wenn das Säbelzahnrudel tot ist. Da die Spinnen langsamer sind als das Säbelzahnrudel.
die doch ganz gut Damage machen. Ihr seht es halt, 77 Waffenstärke. Also die zerstören leicht gepanzerte Truppen extremst schnell. So, wir wollen jetzt quasi hier ran. Wir wollen hier durch. So, die Säbelzahnrudel haben sich deleted. Oh, jetzt können wir ihn hier schön binden. Machen wir die Katapulte aus, die machen nur noch zu viel Eigenbeschuss. So, jetzt drainen wir den Hauptmann. Und geben hier drüben nochmal einen Buff. Sodass die jetzt Angst und Entsetzen verursachen. Und ihr seht schon, ne? Armee flieht so gut wie. Ist halt. Na, jetzt haben wir hier ein Boah. Ist quasi nur noch aufräumen jetzt hier. Bis die alle wieder weg sind. So, jetzt kommen die Bullen wieder. Jetzt müssen wir einen kleinen Counter-Charge machen. Ah, und ihr seht halt, die halten halt absolut nichts aus. Ne? 29 Nahkampfabwehr, es sind wenig Models. Sie haben große Hitboxen. Na, die halt, die KI halt überhaupt keine Chance gegen. Wir haben jetzt ein bisschen was verloren auf den, Ork-Jungs, aber ich habe ja gesagt, ne, die müssen den Charge quasi abfangen. Und das Einzige, was mich interessiert, sind tatsächlich die Moshas. Und da haben wir es auch schon gewonnen. Und die Spinnen fungieren so ein bisschen als Support-Unit, da sie halt Giftmunition haben. Ne? Das heißt, wenn man das jetzt noch ein bisschen mehr gemicrot hätte, hätte man sie nicht auf Autofeuer gestellt, sondern hätte sie quasi auf den auf die Ogre-Bullen schießen lassen, auf die Säbelzahnrudel oder dann auf den Tyrannen, damit sie quasi ihren Gift-Debuff haben. Wenn ihr es ganz krass makron wollt, ihr müsst den Gegner nur einmal treffen. Dann ist er für 10 Sekunden vergiftet. Das heißt, ihr schafft es, wenn ihr das gut makrot, auch zwei Ziele zu vergiften. Das heißt, ihr gebt einen Angriffsbefehl auf eine Einheit, dann schießt ihr und so wie die geschossen habt, gibt ihr sofort einen Angriffsbefehl auf eine andere Einheit. Sodass ihr quasi dann immer abwechselnd zwei Einheiten versuchen könnt zu vergiften. Das geht manchmal nicht ganz auf, hat natürlich auch was mit Level zu tun, Nachladegeschwindigkeit, Forschung etc. Aber das kann man tatsächlich hinkriegen, dass man so zwei Einheiten halbwegs gleichzeitig vergiftet haben kann, mit vielleicht ein, zwei Sekunden Uptime oder so. Aber ist halt die Frage, ob euch das wert ist. Ja. Wir nehmen hier wieder XP, ne? Wir haben einen Helden dabei. Wir wollen so schnell Level wie möglich machen. Level sind sehr, sehr stark in dem Spiel. Vor allen Dingen wollen wir so schnell wie möglich hier oben bei ihm Level 12 bekommen. Aber der Unterhalt bekommen, Reduzierung und passive Fähigkeit Raserei für Moshas. Naja, das wird unsere Haupteinheit, die wir hier bauen werden, die Ork-Moshas. Die wollen wir unbedingt haben. So. Ihr seht schon, ihr müsst hier sehr viel selber spielen. Na, das ist keine Kampagne, wo ihr sehr viel Auto-Resolven könnt. Wenn ihr hier anfangt Auto-Resolven, das hat natürlich auch was mit dem Schwierigkeitsgrad zu tun. Ja, ich spiele auch sehr schwer, sehr schwer. Ihr verliert halt nur unnötig Truppen. Na, diese Ogre sind im Auto-Resolve tatsächlich gar nicht so schlecht, die Ogre-Bullen. Im Kampf selber habt's ja gesehen, ne? Führerschaft ist nicht deren größte Stärke und sie schmelzen halt dahin, wie die fliegen. Deswegen spielt das gegen die Ogre immer selber. Habt da nicht so, ne? Seid da nicht so ängstlich vor. Ihr könnt da wirklich. Die Ogre-Bullen machen nichts. Die sehen zwar gefährlich aus, aber die sind nicht berauschend stark. Weil sie halt sehr, sehr Glaskanütchen-like sind. Boah. Hier machen wir jetzt Copy und Repeat. Nur, dass wir hier diesmal plänkeln nach vorne können. So, was ihr natürlich auch machen wollt mit dem Kommandanten ist, so eng wie möglich zu kämpfen. Ne? Ihr wollt seine Boni
seine Führerschaftsboni, die er hier in der ermutigen Aura, ne, das ist dieser blaue Kreis um den Kommandanten rum, wenn man den, ne, dieser, sieht man hier schlecht, aber dieser blaue Kreis, da in dieser Größenkategorie wollt ihr kämpfen? Oh, wir machen jetzt hier mal schnell. Ey, ey, ey. Die Oga so stark. Geschwindigkeit. Plänkelt funktioniert nicht ganz. Ihr seht's schon. Funktioniert Plänkel nicht ganz sauber. So. Wenn ihr mit solchen Plänkeleinheiten arbeitet, ihr seht das schon, man kann sehr gut steuern, wo die Truppen hin sollen. Das heißt, wenn ich jetzt hier weiter nach links zum Beispiel laufen würde, würde ich diesen Trupp immer weiter nach links rüberziehen. Das heißt, ihr müsst ein bisschen gucken, wenn ihr das Autoplänkel anhabt, dass ihr euch die Einheiten nicht in die Flanke zieht. Das wollen wir nicht. Das heißt, wir machen hier das Plänkel aus und gehen hier quasi gerade jetzt rein in unsere Truppen. Auch wenn das hier lächerlich schlecht funktioniert, das Plänkel gerade. Aber Spiel lässt grüßen. So kommt er uns quasi genau... Na, jetzt kriegen wir ihn genau dahin, wo wir ihn haben wollen. In unsere Moschas und Kuh rein. So, wenn wir hier mal Auto anmachen. KI dodged halt aktiv. Ja, lasst euch vom Gegner nicht so sehr auseinanderziehen. Guck, jetzt macht er... Na, das passiert, wenn ihr sie nicht bindet, die Einheit. Er macht jetzt dieses, immer dieses Ansturm und das ist das tatsächlich, was später übelsten Schaden macht. Weil ihr seht, der Ansturm von denen tut übelst weh. Das heißt, das, was wir jetzt machen werden, wir werden jetzt hier einen an die Seite schicken. Zudem werden wir hier mal die... Gehen jetzt hier durch... So. Dann werden wir hier dem Ganzen mal magische Angriffe und Angst und Entsetzen. Na, ihr seht halt, die KI macht das tatsächlich auch. Dieses Hammer and Anvil. Das müsst ihr quasi versuchen zu unterbinden, weil dieser neue Recharge tut weh. Das heißt, normalerweise müsste ich jetzt versuchen... Das ist Autoplänkel, ne? So, die müssen wir mal ausmachen. Ihr müsst eigentlich immer versuchen, die Oga so zu umrunden, zu catchen. Ah, ihr seht jetzt schon, jetzt leidet meine Frontline ganz gut. Jetzt hat es einen Charge hier drüben auf die Moschas gesehen. Ihr seht sofort, droppen wir wie Hulle. Aber jetzt ziehen wir ein War. Jetzt machen wir überall Angst und Entsetzen. Ziehen wir durch, haben wir es gewonnen. Na, habe ich nicht optimal gespielt auf der linken Flanke. Ihr seht, tut ganz gut weh. Da müsst ihr ein kleines Auge drauf haben. Versucht die Einheiten immer zu kesseln. Das heißt, ihr stellt einfach ein paar Boys nach vorne, die fangen es ab und dann müsst ihr mit den Moschas nicht von hinten quasi drauflaufen und eine Linie bilden, weil da kann er sich wieder draus lösen. Man versucht ihn quasi zu umkreisen und einzukesseln. Dann hat man halt jetzt schön gesehen den Unterschied. Wie man es quasi nicht machen soll. Es ist kein Beinbruch, ne? Ihr seht es ja hier, selbst wenn man da nicht drauf achtet, ihr habt zwar ein paar mehr Verluste, aber komm. Jetzt macht euch nicht die Kampagne kaputt oder das Spiel entscheiden. Das ist einfach nur so ein bisschen, kann man ja schon mal gucken, ob man ein bisschen min-maxen kann. So, dass man so ein generelles Taktikverständnis entwickelt. Ja. Auch wenn wir mehr Geld bekommen, wir wollen besetzen, weil wir so viel öffentliche Ordnung wie möglich haben wollen, weil positive öffentliche Ordnung erhöht unser Wachstum. Ihr kennt die Chose, mehr Wachstum ist mehr Wirtschaftskraft. Ja, wir werden das Gebäude hier wahrscheinlich... Doch, das lassen wir mal drin. Ja, hier ist jetzt wieder die Frage, ne, was wollt ihr machen? Hier gibt es wieder mehrere Ansätze. Wir können hier in Kasi-Ilkulas jetzt schon anfangen, Mauern zu bauen. Weil, ne, hier unten ist Ungrim, der mag uns halt absolut nicht. Das heißt, der wird uns früher oder später angreifen. Hier könnte man jetzt schon defensiv aufbauen.
Ich persönlich denke mir ein. Ich gehe hier erst einmal Wachstum rein und mache dann quasi auf Level 3. Mache ich hier einmal Mauern rein, so dass ich zumindest jetzt noch ein bisschen, ne, ich gehe einfach auf mehr Wachstum, weil ich poker da drauf, dass Ungrim hier vorne Gnarspuk einnimmt. Das wird er jetzt diese Runde oder nächste Runde machen. Und dass er sich dann erst mit dem Goblin rumprügelt und nicht mit mir rumprügelt. Das ist natürlich risikoreich. Es gibt auch Möglichkeiten, dass er quasi euch den Krieg erklärt, obwohl er noch einen Kriegsgegner hat. Das ist dann ein bisschen nervig, aber dann müsst ihr halt mit leben. Dann müsst ihr halt zurück zu eurer Stadt und versuchen, einmal die Hauptarmee platt zu machen, damit ihr ihn wegkriegt. Aber normalerweise sollte er einfach nur nach Gnarshaksburg gehen und dann hier runter das noch platt machen. Das heißt, wir haben genug Zeit, dass Kasigirkulaz einen Level machen kann und dann können wir erst Mauern reinbauen. Aber das macht eigentlich keinen großen Unterschied. Es ist quasi komplett euch überlassen. Hier wieder, ne? Erstmal XP pro Runde und Bewegungsreichweite und dann buffen wir natürlich, da wir vor allen Dingen Orks spielen, buffen wir als erstes die Jungs durch. Nahkampfangriff, Waffenstärke für Ork-Infanterie. Da sind halt unsere Moschas auch mit dabei. Ja, hier Auskundschaften immer durchskillen und dann die Magie. Je nachdem, was ihr haben wollt. Wir kämpfen später gegen Slayer und gegen Bergwerker. Na, das ist so das, was Ungrim hat. Das heißt, hier wieder Hirnberster und Kopfnuss sind zu empfehlen. Je nachdem, welcher Zauber euch besser gefällt. Ihr müsst nicht beides skillen. Die haben beide den gleichen Purpose. Das eine ist halt nur ein Atemspell, hat eine andere, eine andere Funktionsweise, hat einen höheren Base Damage, dafür keinen rüstungsdurchbrechenden Schaden. Der Hirnbester bringt noch ein bisschen rüstungsdurchbrechenden Schaden mit, hat aber weniger Base Damage und muss overcastet werden dafür, dass der Armor Piercing Damage dazukommt. Ja, ich glaube, wenn wir den normal casten, hat er kein Armor-Piercing-Damage, genau. Das heißt, wenn wir ihn overcasten, haben wir diese Fehlschlagchance, dass unser eigener Held Schaden bekommt. Und der kostet halt ein bisschen mehr Energie. Ne? Der kostet overcastet halt 8 und der hier drüben 6. Ne? Das ist so. Die nehmen sich beide nicht viel. Ich persönlich bin ein großer Freund eher vom Hirnburster als von der Kopfnuss, weil der Hirnburster halt im Overcast immer noch die Möglichkeit hat, wenigstens bisschen rüstungsdurchbrechenden Schaden zu machen. Das heißt, damit kann ich auch mal Bergwerke angreifen und nicht nur Slayer. Ne? Also die beiden Spells sind natürlich prädestiniert für Slayer später. Gegen den Ogre brauchen wir den wahrscheinlich nicht. Ja, dann holen wir uns noch ein bisschen Orks. Was ihr überlegen könntet gegen Ogre ist, ihr rekrutiert nur zwei Ork-Boys und holt euch zwei Goblin-Bogenschützen. Wir haben ja gesehen, die Ogre-Bullen sind nicht so berauschend. Ja, die haben nur 30 Punkte Rüstung, haben nur 18 Models. Das heißt, so Pfeilbeschuss von so 120er Regimenter Goblins tut denen tatsächlich weh. Ja, das ist etwas, was ihr nicht unterschätzen dürft. Das tut denen wirklich weh. Das heißt, hier kann man beides argumentieren. Mehr Infanterie oder ihr nehmt noch zwei Goblins mit. Ich werde euch das mal mit den Goblins mitnehmen und euch das zu zeigen. Ihr müsst das aber nicht. Ne? Das ist nur so eine kleine Idee, die man machen kann. So, wir fangen natürlich hier vorne an mit War. Wir werden tatsächlich, wenn wir hier in die Forschung reingehen, werden wir hier das Wachstum mitnehmen und dann die metallene Faust für Rüstung und Waffenstärke von Ork-Infanterie. Ne? Das ist so die ersten beiden Sachen, die wir mitnehmen werden. Das ganze Goblins-Gescheiße, das ignorieren wir mal. Das bauen wir nicht. Obwohl, nee, das ist nur Wildlust, das ist nur Verlustverstärkungsrate für Wildorks, da skippen wir mal. Wahrscheinlich gucken wir dann. Das hängt so ein bisschen von der Kampagne ab, ob wir dann noch schneller mitnehmen und dann hier hinten erstmal für die Heilpilze gehen oder ob wir sagen, okay, wir brauchen jetzt unbedingt noch die plus 8 Punkte Nahkampfangriff, weil die ist ja für die gesamte Ork-Infanterie, ob wir die mitnehmen wollen. Da gucken wir dann mal, wie sich die Kampagne entwickelt. Ja, diplomatisch könnt ihr vergessen, euch mag keiner. Ne? Das ist halt. Alles, was hier rumschwirrt, ist nicht ein großer Freund von euch. Na, ihr seht es halt schon, selbst bei denen haben wir eine Basisabneigung von minus 40. Hat zwar auch eine Toleranz gegenüber Knochenfüße, das heißt, es ist egal, die sind irrelevant. Die machen wir entweder A platt oder lassen sie und werden platt gemacht. Das, worauf wir uns konzentrieren, ist Ungrim. Den müssen wir im Auge behalten. Und wir behalten so ein bisschen die Basolinger im Auge, weil je nachdem, wie schnell die fallen, können wir einschätzen, wie stark Kislev ist. Kislev ist nämlich auch nicht der größte Kumpel von uns. Da haben wir minus 40. Ihr seht schon, das verbessert sich.
weil die die Felsenoger nicht mögen. Das heißt, mit Kislev könnte man sogar diplomatisch versuchen, was zu machen. Da muss man aber ein bisschen Geld wahrscheinlich investieren und ein bisschen Glück haben. Ja, Truzan-Enklave und Rossmann, das ist uns egal. Jünger des Haschut ist klar, ist ein Chaoswerk, der mag uns überhaupt nicht. Da müssen wir aufpassen, ob er nachher hin zur lamischen Schwesternschaft expandiert. Ja oder nein? Sollte er nicht zur lamischen Schwesternschaft expandieren und hier hoch expandieren, können wir ihn erstmal beiseite legen. Ja, dann hat er eigentlich hier oben genug zu tun und kommt nicht zu uns. Kann natürlich auch immer sein, dass die KI sich denkt, ach nö, du bist ein Spieler, ich komme zu dir, weil er dann hier rüber tunnelt. Ne, er kann halt von hier unten nach hier oben, kann man halt rüber tunneln oder runter tunneln. Das heißt, da müsst ihr ein bisschen gucken, wie sich die KI verhält. Sollte sie aber nach Norden gehen, sagen wir so, habt ihr so 80, 90% Chance, dass er euch erstmal in Ruhe lässt. Sollte er nach unten gehen zu der Silberfeste, dann müsst ihr euch drauf gefasst machen, dann kommt er fast mit 100%iger Genauigkeit, wird er dann zu euch kommen. Na, da müsst ihr euch so ein bisschen drauf einstellen und da müssen wir jetzt gucken, wie sich die Kampagne entwickelt. Sagen wir mal so 1 zu 1 nachspielen. Also die ersten 2, 3 Züge, indem wir quasi die Vasallen, also die Ogre-Fraktion rauskriegt. Ne? Das könnte 1 zu 1 nachspielen. Danach ist wieder gucken, wie entwickelt sich das Ganze. Kann halt von Easy Peasy Lemon Squeezy gehen, wenn wir zum Beispiel Vampir haben, der absolut Rampage geht und alles platt macht, wenn wir uns dann mit dem gut stellen können. Wir können aber auch Pech haben, dass der Zwerg unter uns Runde 10 mit 3 Fullstacks bei uns vor der Haustür klopft und wir uns denken, ja cool, wir können uns gerade mal eine halbe leisten. Das ist so ein bisschen. Naja, da muss man gucken. So, wir haben jetzt zwei Möglichkeiten. Die erste Möglichkeit ist, wir gehen direkt zur Stadt, um dort quasi zu erobern. Oder wir machen erst das Lager platt. Wir müssen im Endeffekt beides machen. Das, was ich euch empfehlen würde, macht aber die Stadt als allererstes, weil wenn ihr die Stadt früher platt macht, kriegt ihr früher die drei Städte, könnt euren Erlass reinhauen. Das heißt, wir kriegen nochmal ein bisschen Wachstum. Das bauen wir natürlich aus. Und das Lager rennt nicht weg. Das Lager ist stationär, das heißt, das können wir danach immer noch wegmachen. Ihr könnt aber auch erst das Lager auslöschen und dann die Stadt auslöschen. Das macht halt nicht viel Unterschied. Das heißt, wir gehen hier hin, holen uns nochmal zwei Orks und zwei Schützen, damit ich euch das richtig zeigen kann. Ich hatte gesagt, ne, wir holen uns hier Wachstum und dann gehen wir da runter. Haben jetzt 40 Schrott. Das könnte man schon überlegen, ob man ne, hier die Schrottverbesserung schon ausgibt. Ich warte mal, bis ich 60 Schrott habe, damit ich hier alles machen kann. Dann ist das schön symmetrisch. So, wie zu erwarten, Gnarchards Burg fällt. Wir haben jetzt auch Bechhafen kennengelernt. Bechhafen ist auch nur, also wir haben Ostmark kennengelernt. Ostmark ist auch nur ein Indikator dafür, wie stark die Brüche ist. Das heißt, wir sehen, Ostmark hat nur noch zwei Siedlungen. Das ist normal. Also es hat quasi eine Hauptstadt und zwei Nebensiedlungen. Die eine Nebensiedlung nimmt Drüche Runde 1 weg und die andere Siedlung müsste einer Ratte gehören, glaube ich. Ist das normal? Ja doch, das sollte eigentlich normal sein. Das heißt, da müssen wir einfach nur gucken, wenn die weg sind, dann hat die Drüche halt erstmal keinen Kriegsgegner. Und wenn wir die Drüche treffen, da müssen wir nochmal aufpassen. Die kann sehr, sehr nervig sein. Ja. Wie gesagt, Basolinger, ne, haben halt ihre Stadt verloren. Das ist auch normal. Da ist also alles noch im grünen Bereich. So, wenn Fort Jakova angegriffen wird, also entweder belagert oder erobert wird, können wir Folgendes machen. Wir können Kislev anbieten, dem Krieg beizutreten, um ein bisschen diplomatische Reputation zu sammeln. Das heißt, wir warten jetzt einfach, bis Fort Jakova fällt oder halt belagert wird, aber normalerweise sollte es fallen, damit wir dann, wenn er dann noch da oben sitzt, Kislev auf unsere Seite holen können. Das ist natürlich ein bisschen, wenn Kislev erst nach hier oben geht, ist das natürlich schade, weil ihr müsst aufpassen, Fort Jakova steht eine Armee. Wenn ich jetzt quasi dem den Krieg erkläre, also Kislev jetzt schon anbiete, dem Krieg beizutreten, kann das sein, dass er seine Armee nimmt, hier hoch nach Karak-Ungur kommt, Kislev hinterher springt und Karak-Ungur euch wegnimmt. Das wollt ihr nicht. Karak-Ungur hat eine scheiß Goldmine. Die wollen wir so schnell wie möglich haben. Das heißt, das, was wir machen werden, wir werden nächste Runde, also wir werden nicht auf die zwei Bevölkerungsüberschuss für die Hauptstadt warten, sondern wir werden nächste Runde, wenn wir den einen Punkt Bevölkerungsüberschuss haben, auch Karak-Ungur als erstes ausbauen. Ja. Ihr seht, da ab jetzt könnt ihr schon Auto-resolven, aber ich will euch das einmal mit den Schützen zeigen. Deswegen spielen wir es einmal manuell.
Jetzt habt ihr quasi euren Startgegner schon so gut wie tot. Ne? Jetzt könnt ihr euch quasi schon voll darauf vorbereiten, gegen Ungrim zu ziehen. Deswegen auch so der kleine Tipp mit dem Bogenschützen. Ungrim hat manchmal, also Ungrim hat, sagen wir mal, zwei Armee-Layouts. Das erste Armee-Layout ist 10 Slayer plus Rest oder er baut halt nur Bergwerker. Ne, diese beiden Layouts kriegt ihr im Early Game bei Ungrim an. Ihr trefft sehr selten Zwergenkrieger bei Ungrim, weil er einfach die Gebäude, habe ich das Gefühl, manchmal nicht baut dafür oder diese Einheiten generell nicht rekrutiert. Das heißt, wenn er mit Slayern kommt, haben wir nochmal durch die Goblin-Bogenschütze nochmal guten Schaden auf die Slayer, weil die keine Rüstung haben. So, null Rüstung. Da tun halt auch Goblin-Schützen dann irgendwann weh. Ja, wie gesagt, Moshas wieder unsere Kernlinie. Wir werden ja aber ein Stückchen nach vorne müssen, weil ich ja die Schützen noch hinterklemmen will. So, das was ihr machen könnt, wenn ihr dieses Flankenmanöver machen wollt, ist quasi das hier. Ihr könnt eure Moshas an die Seiten stellen. Das heißt, das, was der Feind jetzt machen wird, er wird hier vorne auf die Ork-Jungs gehen. Eventuell versucht er euch auch ein oder zwei Moshas in die Flanken zu kommen. Ihr könnt aber versuchen, mit den Ork-Jungs quasi die äußerste Seite hier abzufangen, sodass ihr dann quasi mit den Ork-Moshas hinten rum könnt, um die Ogre-Bullen zu fangen. Ja, das zeige ich euch jetzt mal, wie man das machen kann. So, hier müssen wir wieder hinmessen. Hier passt auf, ne? Ihr habt es gesehen, die sind im Autoplänkel-Modus bescheidend kacke. So, wir wollen natürlich gucken, dass wir hier alles in diesem blauen Kreis drin haben. So, Position halten bei Fernkämpfern immer rein. Ah, die sind wirklich nur Support, die machen nicht viel Damage. Ihr seht's. Das ist okayisch. Ja. Am besten steuert er die selber. Ihr seht, wie schlecht diese Einheiten sind im Plänkeln. Das heißt, obwohl die 78 Geschwindigkeit haben, werden die sich halt fast einholen lassen von einem 54er Geschwindigkeitsdude. Das heißt, spielt die am besten selber. Na, jetzt können wir den Gegner hier richtig schön reinlocken. Das heißt, wir fahren jetzt einfach hier hinten durch. Das Ding hier hinten einfach erstmal stehen. Na, ihr seht schon, er versucht jetzt so ein bisschen rumzuflanken. Da müssen wir dann gleich entgegenwirken. Oh, ihr seht, guckt euch an, wie die schmelzen unter den Goblin-Salben. Ja, das ist halt... Also das ist wirklich nicht schlecht, was die haben. So, ihr wollt mit Orks auch immer Counter-Chargen. Ne, wir haben eigentlich einen guten Ansturmbonus. Das heißt, wir werden jetzt eine Armee hier zur Verstärkung benutzen. Wir machen jetzt hier, weil die Ork-Boys, die Dings hier ein bisschen squishy sind. Ja, guck, ist schon fast tot, das Dings. Jetzt habe ich gepennt. Ja, hier hätte ich halt jetzt Counter-Chargen müssen. Da können wir hier gleich schon... Ja, die lassen wir jetzt hier hinten rum. So, dann bin ich immer ein großer Freund von Slow Motion. Das heißt, hier haben wir nicht aufgepasst. Hier hat er uns abgefangen. Das heißt, wir haben nur eine Einheit... Shift könnte quasi so Movement-Befehle geben. Ja, ne? Ihr seht es halt hier. Ne? Goblins machen absolut Kleinholz aus denen. Aber ihr seht auch, ne, die Ork-Boy-Linie hält nicht lange.
aber ihr seht es ja, das ist halt. So. Ja, brauchen wir schon gar nicht mehr rum. Haben wir quasi schon. Ja, ist aber schon mal vor der War kommt, haben wir den schon komplett fertig. Können wir noch ein War ziehen, um Angst und Moral zu verbreiten. Zack. Ihr seht schon, Führerschaft ist nicht so ohne die Mali, die wir verbreiten können. Ah ja. Die Goldmünzen machen zwar nicht viel Kills, aber ihr seht halt, nee, der Schaden 2,8, 2,5, 3,3, 2,6. Naja, die haben nur eins, hab ich mal 2000 geschafft. Das heißt, diese Goldmünzen-Bogenschützen sind wirklich eigentlich gar nicht schlecht gegen diese Ogerbullen. Da ist wirklich, wirklich, wirklich gut. Euch muss aber klar sein, dass eure, ne, ihr seht es halt hier, wir haben auch gesehen, unsere Ork-Boys, einige sind davon schon geflohen. Die sind natürlich im 1 gegen 1, habt ihr gegen diese Ogerbullen nicht so richtig eine Chance. Ne? Da sind die natürlich um einiges stärker. Das heißt, 1 gegen 1 gegen Ogerbullen sollten dann Moschers sein und keine Ork-Jungs mehr. Ne? Das heißt, die Ork-Jungs werden Stück für Stück auch rausfliegen aus der Karte. Das muss euch einfach klar sein. So, ich muss mal kurz... Scheiß Sonne, ey, ne? Ah, wenn wir sie nicht zum Leben bräuchten. So. Jo, damit sind die Ogre so gut wie raus. Jetzt müssen wir nur noch ihr Lager wegmachen. Ich empfehle euch auf jeden Fall, das Lager wegzumachen. Weil wenn ihr das Lager nicht wegmacht, rekrutieren sie an dem Lager immer wieder neue Armeen und fallen halt immer wieder bei euch ein. Das heißt, das Lager muss unbedingt weg. Aber uns geht es erstmal hier um die Provinz, damit wir hier Kontrolle, Wachstum, Korruption reinmachen können. Uns ist vor allen Dingen Kontrolle und Wachstum sehr, sehr wichtig. Ja, ist schon angesprochen, ne? Die Jungs. Man kann auch später noch ab und zu Tunnelboss oder so mit dazu nehmen, wenn ihr das irgendwo zwischendurch machen wollt. Aber, pff, ja. Jetzt nicht so, so wichtig. Dann, brauchen wir ja erstmal nichts rekrutieren. Wir können eh nochmal rekrutieren, wenn wir auf dem Weg nach dem Lager, zum Lager gehen. Sparen wir uns nochmal ein bisschen Unterhalt. Oh, wie gesagt, wir müssen jetzt ein großes Auge drauf haben, wie sich Chaos-Zwerg, also Astra, Gott und Ungrim verhalten und wie die Drüche agiert, wenn sie ihren Startfeind nicht mehr hat. Und auf Kislev natürlich auch immer ein Auge haften. Ne? Das sind so die Hauptfraktionen, auf die wir aufpassen müssen. Und so ein bisschen, wie sich die Karte entwickelt, müssen wir uns dem anpassen. So, jetzt sind die Sklaven von Zar raus. Das ist die Startfraktion von ihm. Das heißt, wir gucken jetzt, Jünger von Astragot. Was sind wir? Runde 4, 3 Siedlungen erobert. Das ist ganz normal. Könnt ihr mal reingucken bei Ungrim. Der hat jetzt auch, der hat nur 2 Siedlungen. Der hat aber, ihr seht, von der Armeestärke her, das heißt, der wird wahrscheinlich schon fast 2 Fullstacks haben. Das könnte schon ein bisschen in den Indikator gehen. Er ist auf jeden Fall kein, also er hat keinen ganz beschissenen, kann man so eine 0 oder eine 1 erwischt. Ne? Dann wäre er wahrscheinlich nicht so stark. Also er hätte noch nicht eine zweite Armee ausgehoben. Wir müssen jetzt vor allem gucken, wie schnell er expandiert, weil die Geschwindigkeit, wie KIs expandieren, lässt viel darüber aussagen, wie stark die KIs sind. Ne? Also hier angucken, Drüche, 3 Siedlungen, Runde 4. Das ist auch alles noch chaotisch. Das ist ne, more time essen. Sagen wir so, das ist alles noch normal, obwohl sie letzte Runde schon 3 Siedlungen wahrscheinlich hatte. Das heißt, da gucken wir einfach mal, wie sich das Ganze hier entwickelt. Kislev lässt sich tatsächlich ein bisschen Zeit. Ja. Kislev hätte schon längst Fort Jakova einnehmen können, aber wahrscheinlich belagern sie es auch. Das sehe ich jetzt gerade nicht. Ja, aber sonst sieht alles erstmal normalisch aus. So, das Wichtigste für uns, wir haben jetzt die Vampirfürsten kennengelernt. Die Vampirfürsten sind relativ gut. Die haben schon 5 Siedlungen. Ihr seht hier plus 40, minus 40. Wir sind hier plus, minus 0. Man könnte sich jetzt einen Nicht-Angriffspakt kaufen.
Ich spekuliere aber darauf, dass wir den Nicht-Angriffspakt umsonst bekommen, wenn wir später gegen Ungrim kämpfen. Vampire und Ungrim mögen sich nicht im Normalfall. Das heißt, wenn wir später gegen Ungrim kämpfen, sollten wir diplomatische Reputation bei den Vampiren generieren. Wir wollen natürlich auch was aus unserem Perk machen, die plus 40 Beziehungen zu Vampirfürsten und Arkan dem Schwarzen. Deswegen haben wir auch hier hinten bei den Vampirfürsten, ne, das plus minus 0 Gedönse. Bei der Vampirfeste, da kommt da diese Toleranz gegenüber her. Hier könnte man einen Nicht-Angriffspakt machen. Wie gesagt, das heben wir uns aber auf, weil eventuell wollen wir die Hauptstadt selber haben. Das hängt so ein bisschen drauf an, vor allen Dingen, wie sich die KI hier unten verhält. Wenn jetzt nämlich der Anführer der KI von hier unten hier oben Silberfeste einnimmt, können wir einfach kurz, bevor wir zu Ungrim gehen, hier Silberfeste angreifen. Wenn dort der Anführer von den Tropfzehen drin ist, können wir durch die Ork-Konföderation hier dieses ganze Gebiet bekommen. Müssen wir mal ein bisschen gucken, ob wir das machen, aber das ist irgendwo auf jeden Fall eine Möglichkeit. So, ich habe gesagt, wir bauen Karak-Ungur aus. So, wir brauchen eigentlich immer noch keine Truppen rekrutieren. Das heißt, ich gehe hier volle Kanne hier hin, damit ich nächste Runde das Lager ausschalten kann. Ich sehe schon, ne? Wir haben keine Städte mehr, sie haben nur noch das Lager. Wenn das Lager weg ist, haben wir unsere Startregion gefüllt. So, dann wollen wir mal gucken, wie sich die KIs verhalten. Ihr müsst da keine Angst haben, der steht immer hier oben. Ja, ihr müsst jetzt nicht Angst haben, dass der euch angreift oder so. Diese Neben-KI, also diese Schwestern, Lamia-Schaft, wie hießen die Dinge? Lamia-Schaft der Schwester oder so, ne, die stellen ihre Armeen immer hier oben hin. Also da glaubt, also, ne, die werden euch jetzt nicht angreifen oder so im Normalfall. Der stellt seine Armeen komischerweise immer dahin. Keine Ahnung warum. Die stehen immer dort. Ah, Kislev braucht sehr, sehr lange. Der konnte schon eine komplette Armee rekrutieren, einen kompletten Fullstack. War noch nicht ganz, er hat schon angefangen, seine zweite Armee zu bauen. Da lässt sich Kislev echt Zeit. Das könnte eventuell ein Indikator sein, dass Kislev nicht so einen Mega-Roll bekommen hat. So, hast du eine dritte Siedlung? Ja, okay. Gut, Karakadrin hat jetzt die dritte Siedlung. Das heißt, Karakadrin ist auf jeden Fall Durchschnitt, wenn nicht sogar ein bisschen besser als Durchschnitt. Da müssen wir jetzt gucken, wie schnell er ist. Ne, Runde 5 ist das vollkommen okay. Wenn er jetzt noch, sagen wir mal, wenn ihr jetzt Runde 7, Runde 8 seid und ihr immer nur noch zwei Siedlungen habt, dann könnt ihr davon ausgehen, dass er schlechter ist als der Durchschnitt. Also schlechter als quasi Standardstärke-Roll. Ja, ihr müsst vor allem immer auf die Rundenanzahl gucken, auf die Geschwindigkeit. Das hängt sehr, sehr viel davon ab. Lagenhof hat ja auch noch zwei Truppen. Das ist auch alles noch vollkommen in Ordnung. Das ist auch alles noch im Rahmen. So, wir jetzt 50 Schrott ausgeben. Deswegen habe ich am Anfang übrigens auch das Schrott noch mitgesammelt, um hier gleich Ork-Infanterie, Rüstung und Waffenstärke zu geben. Rüstung ist geil. Wenn wir gegen Zwerge kämpfen, gibt es nichts Besseres als Amor. So, gehen wir jetzt hin. Das können wir jetzt auto-resolven. Wenn ihr es spielen wollt, müsst ihr nur ein bisschen auf diese Einheit hier aufpassen, auf die Ogabullen-Doppelwaffen. Die machen so ein bisschen besser, also sie sind besser im Nahkampf. Das heißt, wir haben ja vier Goblin-Schützen. Einfach mit den Goblin-Schützen darauf fokussieren, dann sterben die instant. Oder wenn ihr keine Schützen gebaut habt, ihr habt ja am Anfang dieses Regiment Spinnenreiter. Einfach mit Spinnenreitern durch die Waffen, dann ist das auch kein großes Problem. Ja, XP. Wir haben jetzt ein paar richtig coole Items bekommen. Ja, das ist so ein kleines Problem jetzt, ne? Ihr seht halt, wir haben jetzt automatisch unerlaubtes Betreten gegen Basolinger. Das ist gar nicht so schlecht. Das gibt uns nämlich hier nochmal einen Punkt, bisschen bei Kislev. Wir können jetzt mal gucken, wenn wir Kriegsbeitreten machen gegen Basolinger. Also es gäbe jetzt, wenn ihr unbedingt mit Kislev verbündet sein wollt, müsst ihr euch selbst Fort Jakova holen und Fort Jakova quasi an Kislev weghandeln. Das heißt, ihr könntet euch Fort Jakova holen, geht dann hier hin und sagt, Siedlungen tauschen, wählt Fort Jakova aus und dann kriegt ihr hier bestimmt nicht Angriffsbündnis, vielleicht kriegt er sogar auch gleich ein Schutzbündnis mit denen, ne? Mit militärischem Zugang und allem drum und dran. Das ist so ihre Startprovinz, die, wenn ihr da kriegt, also wenn ihr es da schafft, Städte zu erobern und die an die KI wegzutraden, gibt das sehr, sehr, sehr viele Boni. Das wäre eine Möglichkeit, aber mir ist momentan die Armee quasi doch ein bisschen zu stark, um das machen zu wollen, weil hier 10er Garnison plus eine Fullstack und da sind halt Barbaren dabei. Ja,
Die haben auch wieder keine Rüstung, das heißt, das sind also Goblin-Schützen wieder ganz okayisch. Aber da muss man ein bisschen gucken. Da warten wir jetzt vielleicht ein oder zwei Runden ab, wie sich das Ganze jetzt entwickelt. Wir können uns das tatsächlich auch leisten, abzuwarten. Und was habe ich gesagt? Wieso? Weil ich sowieso vorhabe, mit dem War, also ich will den War ziehen und mit dem War auf Ungrim springen. Ne? Das ist so meine Idee dahinter, mit dem War zusammen auf Ungrim. So, jetzt warten wir die drei Runden, um hier auf Stufe 2 zu gehen, bevor wir hier Stufen-Upgrade machen. Das heißt, da wir jetzt ein bisschen Geld haben, könnten wir jetzt auch die vier Goblin-Bogenschützen nehmen. Rauslöschen und vier Spickerschützen reinrekrutieren. Man kann überlegen, sich ein paar fiese Schlitzer mitzunehmen. Fiese Schlitzer wären vor allen Dingen dann effektiv, wenn wir gegen gepanzerte Zwerge kämpfen. Wie gesagt, Ungrim hat normalerweise nicht so gepanzerte Zwerge. Aber wenn ihr so ein bisschen, sagen wir mal, Sneaky-Sneaky-Potential mit haben wollt oder einfach nur diesen Debuff, ne, sie haben ja diesen lustigen Debuff hier, die Rauchbombe, kann man den tatsächlich auch mitnehmen und quasi so links, rechts oder so an die Flanken in der Frontlinie mit anstellen. Einfach nur für diesen Rüst, für diesen Debuff, ne, Angriffsgeschwindigkeit sorgt halt dafür, greifen wenige langsamer an und so besser, ne? Das heißt, man kann ja, ich rekrutiere für euch mal mit, um euch das zu zeigen, man kann auch hier vielleicht 1, 2 Einheiten. Aber wirklich nur 1, 2 Einheiten, ne? Also jetzt 4, also 3 oder 4 ist schon, ist meiner Meinung nach, 3 ist vielleicht noch okayisch, dann könnt ihr quasi links, rechts, Mitte aufteilen, aber 4 oder 5, das wäre schon zu viel, meiner Meinung nach. Ne? Hier geht es vor allen Dingen um, einfach nur um diesen Debuff mit auf die Karte zu bringen. Spickerschützen hole ich mir jetzt einfach, weil ich das Geld habe. Schade, damit hat sich Fort Jakova erledigt. Hat sich jetzt Katharina geholt. Das heißt, wir werden jetzt gucken, dass wir auf Ungrim schon mal gehen. Vielleicht müssen wir ihn dann sogar ohne Boa platt machen. Wie gesagt, ihr müsst aber aufpassen, ne? Katharina ist definitiv eine Fraktion, die euch den Krieg erklären kann, wenn sie ihre Startregion nicht mehr, also ihren Startfeind nicht mehr habt. Ne? Da immer im Hinterkopf behalten, Katharina ist kein, ist nicht euer Freund. Ne? Da müsst ihr wirklich dran denken. So, wir wollen hier natürlich, was haben wir hier? Tribut? Ne. Wir nehmen die zornigen Götter. Wachstum ist richtig geil. So, Tempelhof wurde ausgelöscht, Runde 6, das ist sehr, sehr stark. Also unser Vampir sieht sehr gut aus. Hat Runde 6 quasi die Dreierprovinz und die Dreierprovinz. Er besitzt quasi jetzt nördliches und südliches Sylvania komplett. Das ist sehr, sehr stark. Oh, die mögen tatsächlich die Basolinger auch nicht. Das ist ja interessant. Das ist sehr gut zu wissen. Also der Vampir sieht sehr gut aus. Das ist mindestens, also es ist mindestens Durchschnitt, wenn nicht sogar ein bisschen besser als Durchschnitt. Ne, Runde 6, jede Runde eine Provinz dazu geholt, also eine Siedlung, eine Region dazu geholt quasi. Das ist schon sehr, sehr gut. Jetzt müssen wir hier gucken, ob der schon 4 Siedlungen hat oder nur 3 Siedlungen. Naja, er hat noch 3 Siedlungen, das heißt, es lebt noch eine KI. Dann gucken wir mal kurz hier noch rein. Ne, der hat seine Truppe nicht verloren, der hat die einfach nur umbewegt. Aber ja, das, was wir natürlich jetzt noch machen, wir erklären, wir bieten Kislev an. Ne, ich hab's ja gesagt, so wie Fort Jakova fällt, können wir das eigentlich gefahrlos machen. Zack. Ah, da ist noch ein bisschen Gold gedacht. Uns geht's aber vor allen Dingen um die, den Wachstum der diplomatischen Fraktion. Ja, jetzt gehen wir auf minus 26 hoch. Ha, gucken, ob's reicht. Na, das ist doch mal so ein bisschen... Mal habt ihr Glück, mal habt ihr kein Glück. Jetzt müssten wir wahrscheinlich auch bei dem Vampir hochgegangen sein. Weil der das ja auch nicht mochte. Ja, guck, wir gehen jetzt beim Vampir auch nochmal 4 Punkte hoch. Ja, Rotaugen, lamische Schwesternschaft. Mit den beiden wollt ihr nicht interagieren. Da lasst ihr schon die Finger von. Rotaugen werden platt gemacht. Lamische Schwesternschaft sind unwichtig. Die erobern wir wahrscheinlich sogar irgendwann selber. Einfach die Finger von diesen Fraktionen lassen, genauso wie Gordym-Stamm, Rossmann-Clan, Tutsu-Enklave, keine diplomatischen Beziehungen mit denen eingehen. Das sorgt nur dafür, dass euch die Hauptfraktionen weniger mögen. Ja, nö, hier sieht alles so ganz gut aus. Er hat immer noch keinen Kriegsgegner. Da müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Nicht, dass wir jetzt in einen Zwei-Fronten-Krieg reinrennen. Der ist noch beschäftigt. Da wollen wir jetzt ja von hinten rein. Ihr könnt immer mal ein bisschen gucken, ob irgendwer bereit ist für irgendwas. Nö. Gut. Dann soll das hier die erste Folge gewesen sein.
Einführung in Azak, den Vernichter. Dann, wenn euch das Ganze gefallen hat, würde ich mich über ein Abo und ein Like und einen Kommentar recht freuen. Ne, freue ich mich drüber, wäre super nett. Wenn ihr mich mal live sehen wollt, könnt ihr mal bei Twitch vorbeischauen. Von so 14, 15 bis 23, 24 Uhr. Und von Mittwoch bis Sonntag ungefähr, ne, nagelt mich drauf fest. Aber das sind so die regulären Streamzeiten. Aber manchmal kommt halt Real Life dazwischen oder zu müde und nicht aufgestanden oder so. Könnt ihr ja mal vorbeischauen. Für alle, die vielleicht mal Bock haben, mir ein bisschen länger zuzuschauen, ich streame vom, sagen wir mal, ich habe so ein kleines so Kanalpunktesystem, da kann sich die Communities 24 Stunden Streams freischalten. Das hat sie geschafft. Das heißt, vom 18. November 2023 von 12 Uhr, das ist ein Samstag, bis Sonntag 12 Uhr, den 19. November 2023, gibt es einen 24 Stunden Stream. Das heißt, wenn ihr da Interesse habt, könnt ihr ja mal vorbeigucken. Würde mich herzlich freuen, wenn er mal vorbeischaut und mal Hallo sagt und mal, weiß ich nicht, ein bisschen quatscht oder so. Aber ja, dann noch einen schönen Tag. Ich fange schon wieder an zu schwafeln. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Haut rein, bis dann.